Wenn ihr draußen schlafen wollt und in der Natur unterwegs seid, gibt es ein paar Sachen, die würde ich euch empfehlen, immer dabei zu haben. Und welche das sind, das zeige ich euch jetzt. Los geht's mit einer Trinkflasche oder sogar einer Thermoskanne wie ich. Dann schlagt ihr zwei Fliegen mit einer Klappe. Und einen Kochtopf. Dazu gehört natürlich immer ein Feuerzeug oder Streichhölzer, ganz wichtig, wenn ihr euch eine Suppe kochen wollt oder was anderes zubereiten wollt. Mein Schlafsack und die Isomatte, damit euch auch schön warm ist. Ich würde euch immer empfehlen, eine Plane mit dabei zu haben, denn die könnt ihr zum einen benutzen, um euch vor Regen zu schützen, als Notzelt, und ihr könnt sie genauso gut benutzen, um euch eine Hängematte zu bauen. Dafür braucht ihr dann noch ein paar Schnüre, um das Ganze zu fixieren, und dann wird es richtig gemütlich. Dann, ganz wichtig, vor allem, wenn ihr nachts mal austreten müsst, eine Taschenlampe. Ich habe jetzt sogar ein Kopflicht, das müsst ihr selber entscheiden, wie ihr es macht. Falls mal jemandem von euch was passiert, ganz wichtig, ein Erste-Hilfe-Set. Ja, da ist alles drin, was man in der ersten Situation braucht. Und ansonsten schützt euch auch unbedingt vor Mücken mit einem Mückenspray und vor der Sonne mit Sonnencreme. Wenn ihr dann noch mal irgendwann euer Geschäft erledigen müsst, das Große, dann eine Schaufel, ein Spaten wäre schon gut. Unbedingt einen Kompass einstecken. Jetzt fragt ihr euch, warum das denn? Ich habe doch ein Handy. Ja, ja, ihr habt ein Handy. Die Frage ist nur, habt ihr auch Empfang? Der Kompass braucht keinen Empfang, der ist zuverlässig. Den könnt ihr immer benutzen. Das Ganze packe ich noch in meinen Rucksack und dann kann es losgehen. Euch viel Spaß dabei.